Ja, Leute, willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Und es ist einiges passiert. Es ist wirklich viel passiert. Ihr seht es vielleicht schon an den Leben links, die Toad hat. Ich habe eine Krone und sogar richtig viele Leben bekommen. Und ich dachte mir, heute zeige ich euch mal den One-Up-Trick aus dem Spiel, den es hier gibt. Und der auch noch drin behalten wurde. Hätte ja sein können von wegen, okay, dass Nintendo sich irgendwie denkt, so einen hilfreichen Glitch oder was, den patchen wir mal raus oder so, wenn wir nochmal für die Switch rausbringen. Aber nein, es ist derselbe Trick, der auch schon auf der Wii U-Version funktioniert hat. Den würde ich sehr gerne euch heute zeigen zum Ende hin. Aber es ist noch mehr passiert. Wir haben inzwischen Welt 1 bis Weltschloss komplett durchgespielt. Wen meine ich mit wir? Meine liebe Freundin, oder besser gesagt meine Verlobte Lina, hat mir dabei geholfen. Wir haben echt nochmal das ganze Spiel so durchgezockt. Ja, mit alles hier in Gold. Wir haben angefangen, ich habe euch ja erzählt, ich wollte ja anfangen, langsam alles hier rückwirkend mit jedem Charakter durchzuspielen. Und es ist echt so hilfreich, wenn man das zu zweit macht. Ich kann euch ja mal vielleicht erzählen, für Leute, die das nachmachen wollen. Das Problem ist ja, dass jede Spielfigur den Flaggenpfahl berühren muss am Ende. So, ne? Also du kannst nicht einfach, sag ich mal, dir vier Controller hinlegen, du spielst einen Charakter, alle anderen Charaktere verfolgen dich in der Blase oder lässt dir einfach mal wieder sterben, damit sie dir hinterherkommen und erst am Ende irgendwie springen alle dagegen die Flagge oder so. Das geht ja leider nicht. Da muss man tatsächlich, wenn man keine menschlichen Spieler hat, haben wir einfach wirklich, jeder hat, also wir haben zwei Charaktere genommen. Und die zwei nicht spielbaren Charaktere sind uns hinterhergekommen und zum Ende haben wir die beide an die Pfähle geworfen. So, dass wirklich einmal nur jedes Level nochmal gespielt werden muss mit vier Spielern. Und deswegen sind alle Level zu 100% bisher durch, aber noch nicht ganz. Wir machen noch ein bisschen weiter, alles offscreen. Aber was wollte ich nur mal erzählen, weil vielleicht, na, nicht jeder denkt sich von wegen, wer alleine ist. Es ist natürlich noch ein bisschen blöd, dass man das ganze Spiel dann fünfmal durchspielen muss. Aber mit einem Partner oder so war das echt einfach. Bloß halt ist es wichtig zu wissen, dass man die Charaktere an den Flaggenpfahl ranwerfen muss, da man da auch nicht so lange Zeit für hat. Ich habe auch erst probiert, das alleine zu machen. Ich alleine und dann halt drei Charaktere immer aufzuheben und gegen die Flagge zu werfen. Das geht aber leider nicht, weil wegen dem Highscore-System irgendwann ist das Spiel dann zu Ende und alle, die in der Zeit nicht die Flagge berühren, nachdem der Erste das schon berührt hat, dann zählt das halt nicht. Das ist ein bisschen doof. Und deswegen ein bisschen Timing. Alles super, also ist eigentlich ein bisschen verquatscht, ne? Sorry. An zum Ende hin des Let's Plays, zum Ende hin dieses Parts heute, will ich euch dann nochmal den One-Up-Trick zeigen, weil der im Prinzip nicht easy ist. So, also machen wir jetzt weiter mit der siebten Welt hier. Ballerei in der Ruhrenlagune. Sorry, ich hätte doch ein bisschen dabei spielen können, aber ich wollte mich jetzt erstmal konzentrieren. Let's go, das konzentriert euch erzählen. So, haben wir schon mal irgendwelche Sterne wieder? Voila, au, achso, Kanonen. Boah, boom, boom. Vielleicht bringt man welche alle umbringe? Vielleicht ein Sternchen. Hier, komm, hast du auch Bowser, du hast doch einen, oder? Boom. Nee, dann tatsächlich nur Geld. Ist hier nichts? Kein Versteck. Na doch, hier ist noch was Geiles. Weiter, boom. Okay, nur Geld. Total geil, Geld. Oh, yeah. So, die Welt kennen wir an sich ja auch schon. Ich muss mal gucken, wo. Oha. Ob man da irgendwie hoch muss. Aua. Ich müsste da hochkommen. Ah, perfekt. Hups. Trappen. Ja, hat geklappt. Aber hier ist kein Sternchen. Okay, was soll ich mit dem Pilz? Toll. Aber übrigens, wenn ihr wirklich die Taktik macht, wie Lina und ich das gemacht haben, stellt euch darauf ein, dass ihr halt viele Leben verliert. Ja, und deswegen ist auch mein Status von dem, wie oft ich in dem Projekt hier gestorben bin, ist ein bisschen höher als vorher. Eben weil, weil die NPCs, die man halt nicht steuert, weil man die Figuren, die man nicht steuert, die sterben halt immer. Die Blasen, die dann zur Sicherheit treiben, die gehen nach einer Weile auch alleine kaputt oder man springt mal gegen und so. Ist ein bisschen hektisch gewesen, aber an sich eine super einfache Methode. So, wo ist denn jetzt hier? Warum ist hier noch kein Geheimnis? Hier nochmal Kanone, wenn man Bock hat. Hab ich Bock? Wow, kann man die Rammerhaie eigentlich zerstören mit Kanonen? Stimmt nicht. Stup! Du musst bestimmt wieder eine Kanone behalten bis zum Schluss. Hier rein, Stup. Oh, cool.
wie ist die Schallwelle so groß durch die Kanone? So, war hier irgendwo ein Gang nach oben? Ich glaube, da haben sie alle dicht gemacht, wa? Kann das sein? Oh, das war auch so schön, wenn du halt so ein Level halt schon 100% gemacht hast und du eigentlich bloß noch bis zum Ende hinrasen musst, dann ist es so schön schnell. Man kann hier einfach alles ignorieren und so. Oh! Erster Stern, bitte? Ja, okay, das ist der erste. So, komm, jetzt ist hier nicht nochmal ein anderer. Ich guck mal. Hups. Hups. Nein, natürlich nicht. Okay, stups. Was ist das hier? Warum? Hier ist gar nichts. Bam-badam. Ups. Sag mal schon aufpassen. Das ist super safe. Von den am meisten Schuss. So, Kanone ist da. Kann ich mir aufheben, falls ich jetzt aus irgendeinem Grunde die Kanone verliere. Ich will einfach unsichtbares Geld. Nix zu holen. So, die kriege ich wirklich nicht kaputt. Dann sollten die aber hoffentlich keinen Weg irgendwie blockieren. So, ganz kurz mal. Warte mal, nee, was sagte der Pfeil? Der Pfeil sagt, ich soll nach unten. Also ist das hier hoffentlich erstmal optional. Boah, die Schockwellen, ne? So, schön alles kaputt. Alter, geil. Ich schieße voll gegen die Wand und die Schockwellen machen den Rest. Zweiter Stern. Wow, ganz ruhig tot. Swing. Okay. Ist ja einfach schon. Oh. Okay, Achtung, wo jetzt? Bitte, jetzt bitte nicht um so einen Mist. Okay, gut. Ne, warte, ist gut, ne? Ich muss ja trotzdem hin und machen. Ich bin aber leider sehr langsam unter Wasser. Oh, okay, gut, man kann die einsammeln. Oh, Gott sei Dank. So, Zeit ist jetzt egal, Leute. Wenn wir sind, wir haben so Ray Shop. Ah, jetzt ist noch ein bisschen Zeit. So, jetzt ist erst recht alles wieder gut. Okay, der hat da einen Pilz hinten dran. Was interessiert mich das denn? So, weiß nicht, hier wieder die Option, wenn ich jetzt nach oben gehe, dass ich denn besser hinkomme zur Zielgeraden, ne? War doch so. Die Sache, den Level hier kennen wir nicht schon. Obwohl ich ja auch bewiesen habe, dass es doch anders geht, ne? Ich habe ja richtig ja skillmäßig, als wir damals so mit Luigi gezockt haben. Ach, das war Zeit. Ist nix. So, war doch ein schönes Level, komplett auf Anhieb, sehr schön. Wasserlevel immer ein bisschen langsam, aber dafür, stups, na, uff. Komm her. Flups, so, bing, schön Cash. Boah. So, ja, wo ist die doch, wir sind jetzt hier oben. Boah. Ups, ich hab aus Versehen Bowser gekillt. Da kommt Tota nicht hoch, Boings. Doch. Ja, eigentlich ist die Zeit ist ja gut. Ist mein Leben. Okay, komm schon, Toad. Jetzt hoffe ich natürlich, dass jetzt nicht bei dem Goomba irgendwas versteckt war. Aber was wichtig ist jetzt sowieso nicht. Leben, Leute, zeige euch heute am Ende des Parts. Leben sind so unfassbar easy zu bekommen jetzt in dem Spiel. Vor allem ist es ganz einfach. Das ist in Welt 1, Level 2. Ja, also einfacher geht's nicht. So, Boings. So, das ist aber jetzt nicht Welt 8 hier unten, das ist Welt 9. Also, wieder Wechsel. Oh, Hektik in der Wolkendisco. Stawomp. Okay, das sollte aber schnell gehen, denn, hoffe ich mal, mit Toad sowieso. Let's go. Oh, weia, Alter. Boah. Okay, nur so ist Hektik gemeint. Na gut. Also, okay, Ding. Oh, vor allem so was hier. Na gut, okay, jetzt ist sowieso... Ui, guck dir das an, da flups tot. Krieg nur eine Reserve? Nee. Oh, mit Mario, toll. Okay, den ersten Stern, Leute, können wir schon mal vergessen. Ups. So, dann haben wir den zweiten Stern. Muss er ja denn sein. Sehr schön, Reserve. Flupsen. Boings. 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 Aber das ist ja so schnell. Ah, nee, doch, das ist doch der erste Stern. Hm, vielleicht ist denn der Schalter da... Leben oder was? Bam, bam, stups. Bap, bap, da, 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 da. Bams, bams. Hier ist ja gar nichts mehr. Okay, eigentlich. Oh, natürlich, wenn der Typ da immer so eine Dinger da wirft, ist natürlich ätzend. Ey, denn 1, 2, 3, oh. Verdammt. Kann ich jetzt vielleicht schnell. Kann ich vielleicht Mario switchen? Nee, leider nicht. Putz. So, komm, ich fliege jetzt einfach überall rüber. Na.
Au je! Wie Toad sich freut. Wow, scheiße! Wow! Der Toad, du kleiner Lappen! Oh. Ja, Toad, er ist so Lappen. Ups. Toad, sei doch bitte mal nicht so verrückt. Düpp, 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 düpp. Man kann sie aber echt schon verschätzen, ey. Flups, mit dem Rhythmus. Da kommt eigentlich ins Toad so schnell. So, so. Ups. 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 Traps. Jetzt kurz aufpassen. Ui. So, du hast auch mal ab. Ups. Wow. Wow. Okay, und Checkpoint. Cool. So, was ist jetzt hier? Wo ist jetzt? Okay, naja. Nein, Toad. Bitte bleiben Sie noch mal. Guten. Komm schon, Toad. So, jetzt knapp. Okay, zum Glück ist hier gleich ein Checkpoint. Tschüss, Toad. Oh, schade. Oh, Leute, ich bin abgerutscht. Oh, Mann, Mist, Leute. Ey, tut mir leid. So, nochmal. Dann geht der Bescheid. Komm schon, Toad. Du bist doch hier der kleine Ultra-Speed-Typi. Au, je. Jetzt will ich der Zweite. Okay, was macht denn der Stempel? Ich gebe ja zu, den würde ich ja doch schon gerne wissen wollen. Nicht der Stempel, Mann. Sorry, der Schalter, der normalerweise einen Stempel gegeben hat. Ihr wisst schon, eins, zwei, drei, vier. Ah! Oh, der war jetzt aber auch fies, ne? Och, Mann, ey, mein ganzes Leben, ey. Boah, okay. Hat geklappt. Das ist auch dieser letzte Abschnitt mit dieser riesengroßen Rutsche, ey. Die war immer so geil. Also, wir killen die erstmal oder kriegen wir nochmal schnell... Ja, ein kleines Blättchen. Oh, das sind noch so Bams. Ja, Bams. Ein Blättchen. Boots, Boots. So, okay. Okay, und... Ja! Wow! Yeah! Wow! Cool. Das geht ja auch. Einfach ein bisschen sliden, Alter. Okay, jetzt bin ich aber echt enttäuscht. Das sah eigentlich gut aus. Bum-bum. Vielleicht muss ich einfach echt mit Toad wie auf Teufel komm raus einfach komplett ausrasten. Ich habe auch schon den letzten Stern da gesehen. Ja, wollen wir da nochmal gucken, was der Mario-Stempel bringt? Aber vielleicht nur ins Kurs, dann sag ich wieder, ich hau aus dem Level ab oder so. Würde ich eigentlich wieder gerne machen wollen. Ist du Moop? Hoppala. Gut. So, scheiß drauf, ja! Oh, genau drunter. Hups, hups. Wow, er hat ihn cheatet. So, okay, hups. 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 Okay, irgendwie, Toad? Toad? Toad, sei doch nicht so ein kleiner Sack! Ey, wenn man hier eine Katze wäre, und weil das ja diagonal nach unten geht, stelle ich... Ja, klar, ich soll wieder den Powerblock nehmen, nein. Weil es hier so diagonal nach unten geht, könnte man mit diesem Katzendeich eigentlich echt komplett runterspeeden? So, jetzt sehe ich... Ihr wisst schon. Hupsala. Ich weiß nicht, ob das Blatt mir so hilft, ey, weil dann unterschätze ich immer... wie lange wirklich Toad in der Luft bleibt. Hups, immer so ein kleines bisschen. Hups. Ja, okay, hups. Hui. Ja, okay, das klappt, hups. Hui. So, jetzt warte ich mal jetzt kurz. Hups. Hui. Nein. Oh, ey, das sieht aber auch scheiße aus. Das kann man ja nicht richtig einschätzen. Immer diese Perspektive immer. Okay, ich fummel mich ja schon zurecht hier immer ganz bisschen nur. Mit dem Tanuki-Suit immer ganz bisschen in der Luft nochmal bleiben. Und dann durch diese Schrägheit... Dann lande ich dann immer wieder korrekt drauf. Hups. Let's go. So, ich will trotzdem hier bleiben. Hups. Muss ich überhaupt irgendwie was machen? Also, muss ich überhaupt... Reicht der Weg nur Sprünge? Ich glaube nicht. So, wartet mal. So, hups. Hoppala. Ja, hups. Hoppala. Hups. Hoppala. Yeah. Oh, yeah. Wee. So, den Rest fliegt einfach alleine runter. So, okay. Oh, oh, yeah. So, hups, hups, wow, hups, au, oh, yeah. Das war doch mal gar kein Problem, ja. So, komm, ich will wissen, was der Schalter da macht. Der jetzt echt so Quatsch ist, vorweg, oh, Mario kriegt hier ein Leben, alle anderen nicht. Dann werde ich aber sauer. Ganz kurz, weil ich neugierig bin. Ansonsten aber kompletto. Kling, kling, kling. Und schon 330 Sterne. Da-dam. Bam-bam-badam-bam. Du-du-du-du-stum-wam. Ganz kurz gucken. Nur gucken. Ich hau dann auch gleich wieder ab. Ich spiele jetzt nicht nochmal durch. Keine Sorge. Okidoki. Okidoki. Here we go. So.
Ups. Au, je, je. Wie viel langsamer er gleich ist. So, was hat Mario denn hier schönes, hä? Ist ja toll. Ist ja richtig doof. Okay, raus hier. Ja, du verlierst alle im Level gesammelten Items und Münzen. Ist doch egal. Okay, also die Schalter sind auch nicht immer so wichtig. Kriegt Mario erstmal so ein bisschen Almosen hell schmissen. Okay, so ein Level schaffe ich noch und dann zeige ich euch nochmal den Trick mit den One-Ups. Ha, bist du whoops. So, bleibe ich wieder. Ich glaube, ich gehe wieder zurück zu Toad. So. Come on! Toad, Mann! Gumba-Stress! Am Gumba-Strahl! Oh shit, Adam! Okay, müssen wir erstmal umgucken. Warte doch mal. Ich will mich erstmal umgucken, was ich hier machen muss. Okay, erstmal Zeit. Sind das hier alle Kanonen? Wow. Toll. So, der soll mal die Dinger hier anzünden. Geht das? Ich glaube jetzt. Ja, es geht noch. Wartet mal. Zünd mal die Dinger an. Das ist bestimmt ein Stern. Ey, jeder Stern nimmt mit. Was macht der denn da? Der soll richtig zielen. Los, komm her hier. Yay. Ja, komm, komm, komm. Oh, ist ja cool. Sogar der Erste. Das ist mein Ziel. Echt, ich soll hier einfach alle umbringen? Sieht auch schön aus, das Level, oder? Das sieht ja nicht. Ups. So. Nein. Klar, weggekickt. Was haben wir hier drin? Ups. Einfach den zweiten Stern. Alter, wie hoch das ist. So, einfach zweiter Stern. Perfekt. So, der ist down. Oder er schwimmt noch. Wow. Alter, was soll denn? Ich muss bestimmt eh alle killen. Okay, nochmal. Oh, nochmal 10 Sekunden. Schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Kommt doch hier her. Boots. Boots down. So, ich könnte mir vorstellen, dass der letzte Stern im Loch ist. Wartet mal. Nee, haben wir noch mal ein bisschen Zeit. Zing, zing, zing. 20 Sekunden. Was kann ich hier laufen? Boings. Boings. Boom, boom. Yay. Au. So, der ist down. Nee, warte, der letzte Stern muss hier noch irgendwo sein. Ich will mich aber noch ein bisschen schützen hier. Oh, yeah, Fireflower! Kann ich so ja selber nochmal den Stern da holen. Was ist denn hier los? Yeah, I did it! Ob das noch was wird oder nicht? Ich kann es nicht versprechen. Ich kann es nicht versprechen. Ah! Was du? Oh, ist noch nochmal Zeit. Okay, wir haben es geschafft. So. Toad, du bist einfach der Beste. Auch wenn du so rumquietschst. So, Level beendet. Sehr nice. Ah, ich mag's, wenn's so schön zackig vorangeht. So, dann denke ich mal, sind wir beim nächsten Mal fertig hier, weil es sind ja bloß nur 3 Level. Müssen ja bloß noch sein, hier Level 10, 11 und 12. So, perfekto. Ja, die schaffe ich dann beim nächsten Mal. Gut, dann lasst uns mal ganz schnell zurückgehen in Welt 1. Ich zeige euch mal den One-Up-Trick. Guck hier, ihr seht hier die goldenen Sterne oben auf den Flaggen drauf. Ne, und das haben wir halt echt schon bis 1 bis 6 und Weltschloss haben wir das alles gemacht. Ah, der ging ja wirklich zackig. Voll cool, wie am Anfang erklärt. So, na denn, verliere ich jetzt zwar meine Powerblume, aber ihr geht einfach in Welt 1, 2. Ärger bei den Koopas in der Grotte. Ne? Und dann wäre es wirklich besser, wenn ihr klein seid. Bada. Jetzt mal check die Ansperr. So, die Stelle zum Farmen ist auch gleich hier. Die ist halt echt gleich hier. Nein, noch nicht da. Nein, der doch nicht. So, jetzt mal den hier killen. Ich selber muss hier runter. Ja, danke schon mal. Schon mal klein. Sehr gut. So, hier unten. Was ist da oben natürlich der Panzer am Ausrasten? So, man nimmt sich einen Koopa-Panzer. Jetzt, wenn man ganz klein ist, ja. Wartet mal. Ich gebe mir mal einen Panzer. So, danke schön. Gumba hoch ab. So. Und dann nervt einen keiner mehr. Man stellt sich hier in diese kleine Höhle rein. Ich habe das so gemacht, das hat echt auf Anhieb geklappt. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Ist jetzt mein zweiter Versuch. Ja, man stellt sich am besten hier so hin, geht am besten so lange nach rechts, wie es so geht. So, dann dreht man sich einmal um. Und dann lässt man den Panzer los und springt. Und dann müsste dort eigentlich die Magie von alleine stattfinden. Krank, oder? Ist das krank? So, und dann kann man hier,
innerhalb der Zeit und zack, wir haben 3 Kronen. So, dann geht man einfach zur Seite und hat's erledigt. Cool, oder? Ich glaube, der Level muss ich jetzt aber doch nochmal durchspielen, sonst zittert alles nicht. Star Womp! So, das ist mega geil irgendwie. Ups, ja, die 3 Kronen, also das sind in Leben, genau. Ich kann ja mal sehen, wie viel Leben man eigentlich wirklich braucht. Man braucht 1110 Leben. Ja, keine Ahnung, warum das so eine komische Zahl ist, aber wenn man 999 hat und dann das tausendste Leben einsammelt, kriegt man die erste Krone. So, wenn man dann nochmal 99 Leben einsammelt und dann das hundertste, zack, hat man die zweite Krone. Und dann fehlt der Bus nochmal halt 10 Leben für die letzte Krone. So, und ich glaube, das war dann auch hier so bei dem Spiel, wenn man wirklich viele Leben hat, müsste Mario seine Mütze abnehmen. Oder war das nur bei, wo war denn das? In irgendwelchen New Super Mario Bros. Spielen oder so? Ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchen, aber da war auch so quasi die Belohnung, wenn du deine Leben voll hast, dann gibt's, das Hinweis dazu, dass du das geschafft hast, ist halt, die Mario nimmt ihre Mütze ab oder so. Toad kann nicht die Mütze abnehmen. Man weiß nämlich nicht genau, ob Toad wirklich eine Mütze aufhat oder ob der Teil von seinem Kopf ist. Man weiß es nicht. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ach, guck mal, wie schön gold das alles aussieht. Sieht richtig toll. So, aber Leute, das war es erstmal für den heutigen Part. Haben wir heute schon viel gezeigt? Ich habe am Anfang ein bisschen gelabert. Ich weiß. Aber war ja wichtig. So, den Rest hier, dass die grünen Sterne hier gold werden, könnt ihr weiterhin mir und meiner Lina überlassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Die letzten 3 Welten, die letzten 3 Level von Welt Feuerblume warten auf uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und könnt so ein bisschen die Tricks, die Lina und ich gemacht haben für die goldenen Dinger und natürlich auch die One-Up-Dinger, könnt ihr schön für euch nutzen. Und ich hab's jetzt, wie gesagt, das ist wirklich sehr leicht. Ich hab's jetzt zum zweiten Mal probiert und hat sofort geklappt mit den Leben. Ciao, ciao!